Das ist ein Zufall, nämlich ein Unfall. Erst später wird sich herausstellen, auch ein Glücksfall, was den Ich-Erzähler dieses Romans, Aufschreibung aus Trient, dazu nötigt, im Sommer des Jahres 1963 einige Tage, eine gute Woche in Trient zuzubringen. Er hatte ganz anderes vor. Er hatte geplant, mit seiner jungen Begleiterin vom Reschen aus ohne längere Zwischenhalte über Meran und Bozen weiter nach Süden zu fahren. Kurz vor Trient jedoch zwingt ihn ein Mann, der gedankenlos sein Moped quer über die Straße schiebt, zu einem riskanten Ausweichmanöver. Das Auto überschlägt sich und muss abgeschleppt werden. Immerhin, er kommt mit dem Schrecken davon. Auch die Frau, die nebenbei bemerkt seine Tochter sein könnte, ist nicht ernsthaft verletzt. Und somit nehmen sie sich zum ersten Mal, wie bei Zeiten deutlich werden wird, ein Hotelzimmer in der Stadt, um dort auf die Reparatur ihres Wagens zu warten. Das Hotel Klein Eis. Das ist das erste Kapitel. Sie sehen schon, was etwa Sie erwartet in nächster Zeit. Ich habe 6 Kapitel vorbereitet. Trient ausgerechnet ist das erste. Cesare Battisti, der Freund, das zweite. Der Vater, eine Projektion. Das dritte, die Sprache lateinisch, Fragezeichen. Das vierte, Nachprüfung lückenhaft. Das fünfte und das letzte, wie ein abgefeuertes Gewehr, ganz ausgeleert. Das Hotel Klein Heiß. So beginnt der Ich-Erzähler seinen Bericht, nicht ohne sogleich darauf hinzuweisen, dass ihm überall in diesem Hotel weißer Marmor begegnet und dass sie an einem Ort von historischer Bedeutung gestrandet sind, nämlich direkt gegenüber dem Castello del Buon Consiglio, dem bedeutendsten profanen Bauwerk des Tarantino, in dem unter anderem mitten im Ersten Weltkrieg im Jahr 1916 Cesare Battisti, Fabio Filzi und Damiano Chiesa als Repräsentanten des italienischen Irredentismus von den Österreichern inhaftiert und schließlich hingerichtet worden sind. Die weiße Tafel, die an diese Vorgänge erinnert, ein Viereck aus Marmor, ist direkt vom Hotelzimmer aus zu sehen. Das Hotel Klein Heiß. Zweimal noch setzt der Ich-Erzähler an, als hätte er nicht gleich richtig Fuß gefasst in seiner Geschichte. Tatsächlich wird ihm mehr und mehr klar, dass ihn dieser Aufenthalt in Trient unwiderstehlich hineinzieht in einen, wie man bei Sieglinde Klettenhammer nachlesen kann, schier nie zu einem Ende kommenden Prozess rekonstruktiver und reflexiver Erinnerungsarbeit. In einem Prozess, in dem es nicht nur darum geht, historische Ereignisse ins Gedächtnis zu rufen, Episoden vor allem aus der Geschichte Italiens und aus der Geschichte Südtirols, in dem vielmehr auch die eigene, ganz persönliche Vergangenheit neu zu revidieren wäre. Allzu lange hat er seine junge Begleiterin, die Frau, wie er sie nennt, mit unverbindlichen Geschichten abgefertigt, die ihn von allem exkulpieren sollten, was ihn in Wahrheit schon immer bedrängt hat und nach wie vor, weit mehr als ihm lieb ist, inkommodiert. Mittlerweile drängt ihn die Frau und es drängt ihn scheinbar auch selbst, was ihm wichtig ist, aufzuklären. Denn unterm Strich, sie sind am Leben geblieben, auch wenn die Frau offensichtlich ein Schleudertrauma erlitten hat. Sie sind am Leben geblieben und sie können sich jetzt zusammenreimen, dass es, ich zitiere aus dem Roman, ein anderes Leben sein wird, das beginnt. Die Stadt bietet nun Anlässe genug auf historische wie auf private Schlüsseldaten, mit neuen Augen zurückzuschauen und dabei endlich die Geschichten aufzugeben, mit denen der Ich-Erzähler lange genug seine Begleiterin traktiert hat, um nicht wirklich reden zu müssen. Jetzt darf er nicht mehr länger mit Worten, wie er das gerne tut, alles zudecken. Jetzt heißt es, die Gesprächspartnerin ernst nehmen. Jetzt ist Zeit, Farbe zu bekennen und dabei so weit wie möglich die alten Mystifizierungen niederzuringen. Aufschreibung, dann Prüfung. Der Polizist, der am Unfallort umsichtig und pedantisch zu Protokoll nimmt, unter diesem Titel Aufschreibung, dann Prüfung. Der Polizist, der, wie gesagt, den Unfall zu Protokoll nimmt, was dort passiert ist, gibt den ersten Anstoß zu dieser Nachprüfung.
Der Mann vom Abschleppdienst setzt bald darauf nach. Ich habe gesehen, Sie sind in Bozen geboren, dann sind Sie ja hier zu Hause. Im nächsten Moment fällt bereits der Begriff Heimat. Der Ich-Erzähler tut sich schwer mit diesem Begriff. Er sei zwar in Südtirol geboren, wehrt er ab, doch nach dem frühen Tod des Vaters schon als Kind weggekommen und nur besuchsweise hin und wieder zurückgekehrt. Jetzt aber wird er gleich in mehrfacher Hinsicht auf die mit dem Vater verknüpfte Heimatthematik hingeführt. Noch immer leben Verwandte in Südtirol, und zwar ausgerechnet dort, wo der weiße Stein abgebaut wird, in Laas. Dass er diesmal dort nicht Halt gemacht hat und auch das Haus, in dem er zur Welt gekommen ist, die Villa Fortuna in Bozen-Gries, nicht aufgesucht, sondern nur aus einiger Entfernung seiner Freundin gezeigt hat, fällt jetzt auf ihn zurück. Jetzt sieht er sich gezwungen, die Fahrt und seine langatmigen Erzählungen während dieser Fahrt Revue passieren zu lassen und von Neuem darüber nachzudenken, warum er sich nicht gekümmert hat um seine Verwandten, ihnen dieses Mal offenbar ausgewichen ist und sie nicht einmal informiert hat über seine Reise. Der Mann vom Abschleppdienst versteht das ganz und gar nicht. Und auch die Frau hält ihm das vor, dass er einfach durchgefahren sei durch Südtirol, wie einer, der auf der Flucht ist. Sollten wir jetzt ein Bild von Trier auch sehen und von Kastel. Ein Neustart also soll versucht werden. Ein neuer Anfang nach einem radikalen Einschnitt, der kein weiteres Ausweichmanöver gestattet. Das bedeutet zum einen, dass der Ich-Erzähler, der von einem Anfang an nicht weniger Überforderungssymptome gezeigt hat, unverzüglich ganz anderes erzählen muss als früher. Und zum Zweiten, dass er von da an nicht nur über anderes, sondern auch anders redet. Demnach endlich zu einer gewissermaßen neuen, unversehrten Sprache findet. Dies nicht zuletzt, weil dieser Ich-Erzähler, gewiss eine fiktive Figur durch und durch, gleichzeitig doch unverkennbar viel gemein hat mit seinem Autor. Wenngleich nicht zutrifft, was Urs Jenny in einer der ersten Besprechungen dieses Romans, in einer hymnischen Besprechung, in der Zürcher Weltwoche 1965 behauptet hat, in diesem Buch sei ein Unterschied zwischen dem Roman-Ich und dem Schriftsteller Tumbler nicht auszumachen, so Jenny. Sind doch andererseits die autobiografischen Bezüge im Roman kaum zu übersehen. Kurz zusammengefasst, nach Wilhelm Burger und Petra Maria Dallinger, Franz Tumbler, geboren am 16. Jänner 1912 in Gries bei Bozen, als Sohn des Gymnasiallehrers Dr. Franz Tumbler und dessen Frau Erna Friedrich, wächst zunächst in der hier schon erwähnten Villa Fortuna auf. Aber 1913, nach dem frühen Tod des Vaters, nimmt ihn die Mutter mit zur Familie in Oberösterreich und so besucht er die Volks- und Bürgerschule und später die Lehrerbildungsanstalt in Linz. Danach unterrichtet er bis 1938 an Volksschulen in Oberösterreich. Nach Südtirol kehrt er erstmals als Zwölfjähriger zu einem kurzen Besuch zurück. Später besucht er immer wieder, im Sommer 1933 auch für mehrere Wochen, die Verwandten seines Vaters in Laas und er nimmt wiederholt ausgedehnte Wanderungen in der Dolomitenregion, namentlich in den ladinischen Tälern, wo schließlich auch seine erste, gleich sehr erfolgreiche Erzählung, das Tal von Lauser und Duron, 1935 angesiedelt ist. Es ist dies indessen nur der Auftakt zu einer lebenslangen Beschäftigung mit der Obsession Heimat, so hat Thomas Strobel, ein Student, der bei Scheichl seine Diplomarbeit geschrieben hat, das formuliert, einer lebenslangen Beschäftigung mit der Obsession Heimat, mit der Frage nach der eigenen Zugehörigkeit und damit mit der Landschaft und mit der Geschichte Südtirols, die Tumbler dann ja auch in dem Buch Das Land Südtirol noch einmal ausführlich würdigt. Zurück nach Trient zum Ich-Erzähler der Aufschreibung. Immer wieder besucht er allein oder auch gemeinsam mit seiner Begleiterin das Kastell, das dem Hotel gegenüber liegt. Auf Schritt und Tritt verfolgt ihn die Geschichte der Stadt, verfolgen ihn aber auch die ganz aktuellen zeitgeschichtlichen Ereignisse, zumal sie nicht zuletzt die Verwandten in Laas direkt betreffen. Noch immer stehen die beiden größeren Sprachgruppen der Region aufgeladen einander gegenüber und nach einer Welle von Sprengstoffattentaten, die der schon in den 1950er Jahren gegründete Befreiungsausschuss
Sünde wohl angestoßen und die in der sogenannten Feuernacht von 1961 ihren Gipfelpunkt erreicht hat, werden zahlreiche Südtirol-Aktivisten verhaftet. Es kommt danach auch zu Folterungen. In einem Prozess, der wenige Tage vor der Ankunft des Ich-Erzählers gerade in Trient zu Ende gegangen ist, werden die der Folter bezichtigten Carabinieri jedoch freigesprochen bzw. amnestiert. Die Carabinieri auf der einen, die Dinamitardi auf der anderen Seite. Für den Ich-Erzähler, dem bekannt ist, dass einer seiner Verwandten, ein Vetter, auf dieser anderen Seite steht, ist es ausgemacht. Im Konflikt der Parteien hat sich längst dermaßen viel Zündstoff angesammelt, dass jede Festlegung auf eine konventionelle, geradlinige Geschichte, die der Komplexität des Geschehenen keinesfalls gerecht werden könnte, den in dieser politischen Konstellation einzig und allein angebrachten Zweck, nämlich ideologischen Barrieren und die rhetorischen Verkrustungen auf beiden Seiten abzubauen, zwangsläufig verfehlen muss. Der Ich-Erzähler hat anderes im Kopf. Sieht er doch den mittlerweile in Mantua eingesperrten und auf den Prozess in Mailand wartenden Vetter als Gegenfigur zu Cesare Battisti. Und beide durchaus ähnlich verstrickt in mannigfaltig verstrebten nationalistischen Diskursen. Demnach wird er dann auch später wieder zurück zu Hause auf die Anfrage eines Redakteurs, ob er nicht bereit wäre, für dessen Zeitschrift einen Beitrag zur brandheißen Südtirol-Problematik zu verfassen, mit einer Absage antworten. Ein überschaubarer Artikel, das hieße ja zwangsläufig vieles auszusparen und weniges herauszustellen. Dabei hat er nicht mehr und nicht weniger als das Tridentinische Konzil vor Augen, das 1545 bis 1563 in Trient stattgefunden hat, das seinerzeit auf die Forderungen der Reformation angemessen reagieren sollte. Doch, so im Roman, etwas wurde erlaubt, damals in Trient, und konnte sich durchsetzen, aber anderes wurde nicht zugelassen. Zitat Ende. Die Überlegung zieht sich weiter bis in meine Geschichte hier. Etwas von dieser hier vollständig und in Sätzen festgemachten Welt gegen die immer unvollständige, wirkliche Welt. Zitat Ende. Im Dom von Trient wird ihm bewusst, dass er sich um eine neue C-Strategie bemühen sollte. Denn irgendwie hängt doch offenbar alles zusammen, sollte alles einmal überschlagen werden, was ihn seit dem Unfall überrumpelt. Battisti, der Irredentist aus Trient, und der Vetter aus Laas, die enge Welt des Vaters, die Sprachlosigkeit auf allen Ebenen, der Ausbruch aus dem Gefängnis der Fiktion, reden, zuhören, leben und lieben. Alles schließlich auch, was er selber bis zu diesem Datum geredet, erzählt, aufgeschrieben hat. Es geht also um weit mehr als um Dokumente, Materialien, Manuskripte. Es gibt in diesem Roman eine interessante Stelle. Markus Bundi hat die in seiner Darstellung über Tumbler zitiert und daran angeschlossen dann versucht, diesen Roman in einen Kontext zu stellen mit berühmten Büchern dieser Zeit, nämlich von Günter Grass und Jürg Becker. Ich hätte so das Zitat nur nach innen zu greifen brauchen, gemeint sind die Manuskripte, Dokumente, Materialien, ich hätte nur nach innen zu greifen brauchen, aber ich hätte weniger bekommen, als ich in Wahrheit in mir selber bekam, durch das Aufschreiben. Und jetzt der Kommentar von Bundi. Tumblers Aufschreibung aus Trient ist wesentlich der groß angelegte Versuch, im Schreibprozess Empfindung und Erkenntnis zur Deckung zu bringen. Und weiter, die Kunstfigur Battisti dürfte dabei genauso unzuverlässig als Quelle für historische Ereignisse sein, wie der Sonderling Oskar Mazzarat in Gas Blechtrommel. Und der Ich-Erzähler selbst bewegt sich auf ähnlich unsicherem Grund wie jener Erzähler in Beckers Jakob der Lügner, der eine Geschichte erzählt, die vornehmlich auf Erzähltem basiert. Eine Lesart, die sich hauptsächlich darauf kapriziert, diesen Roman auf die historischen Begebenheiten zurückzubuchstabieren, nimmt dem Text das, was ihn ausmacht, meint Markus Bundi, und da stimme ich ihm voll und ganz zu, nämlich seine Ästhetik.
bin damit meinem zweiten Punkt, Cesare Battisti, befreundet. Weil die Probleme des Ich-Erzählers mit jenen seines Autors sich ziemlich gut decken, jede einseitige Perspektive aber eben aufgehoben werden soll, entschließt sich Tumler zu einem Kunstgriff. Er führt einen zweiten Erzähler ein, nämlich eben Battisti, der tot aber doch da ist auf seinem Denkmalsockel und jetzt Tag für Tag den Ich-Erzähler beobachtet und seine Begleiterin und ihr Verhältnis zueinander. Der Roman ist nämlich auch ein Liebesroman und nicht in erster Linie, würde ich sagen, ein politischer Roman. Er beobachtet seine Begleiterin, ihr Verhältnis zueinander und darüber hinaus eröffnet er einen weiteren Erinnerungsraum, denn er ist mit dem Vater des Ich-Erzählers befreundet gewesen. Ob dieser technische Kunstgriff auch als ein Glücksgriff zu bezeichnen ist, sei dahingestellt. Darüber, denke ich, ließe sich streiten. Sicher ist, der Unterschied zwischen Leben und Tod ist nicht groß. Denn der Ich-Erzähler ist zwar gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen, aber doch gewissermaßen am Ende oder dabei, zu einem neuen Leben aufzubrechen, wir haben das gesehen. Und Battisti fällt ihm recht lebendig ins Wort, muss ihn auch immer wieder unterbrechen, weil er nicht ganz einverstanden sein kann mit dem, was er da hört. Wie er ihr meine Geschichte erzählt. Sie stimmt nicht ganz, sagt Battisti. Das heißt, es war überhaupt nicht meine, sondern seine Geschichte von mir. Denn mir sind andere Dinge wichtig. Im Folgenden wird oft, aber keineswegs immer deutlich, wer spricht. Hin und wieder gehen die Blickwinkel der beiden Erzähler nämlich fast unmerklich ineinander über. So, dass nur in Ansätzen von einer Polyperspektivität die Rede sein kann. Battisti kann da und dort ausführen oder auch vertiefen, was der Ich-Erzähler abgekürzt darstellt. Was dieser hingegen verschweigt oder aber lieber vergräbt, bleibt jedoch eingeregelt. Beispiel Lars. Es ist evident, dass sich zur Zeit der Handlung in einer kleinen Gemeinde im Finchgau noch recht hartnäckig moralische Grundsätze gehalten haben, die ganz und gar unvereinbar gewesen wären mit der Tafel der Werte und dem Lebenswandel des Ich-Erzählers. Ich hoffe, ich habe damit niemanden aus dem Finchgau beleidigt. Doch der schiebt ganz anderes vor, will vorbeigefahren sein, um sich nicht einmischen zu müssen in die Geschichte seiner beiden Vettern, des Sprengstoffexperten wie auch des Bürgermeisters. Er weiß zwar selbst, er erzählt im Grunde verschiedene Geschichten, je nachdem, wer ihm zuhört, und er versteht es, ausgewählte Fassungen zu präsentieren. Und er nimmt sich vor, sich zu bessern, aber vieles bleibt Vorsatz. Gelegentlich bemerkt er das selber. Wenn er erzählt, dass es früher in Bozen nur ganz wenige Italiener gegeben hätte, ein paar hundert oder 1000 jedenfalls, nichts, das mehr als eine Spur gewesen wäre, sagt er. Und dass die Stadt inzwischen mehr als 60.000 Einwohner hätte, Zitat, alles hineingepumpt, Industrie, Italiener. Dann merkt er plötzlich, dass er abbremsen sollte, weil er redet, als hätte er eben aus einer deutschsprachigen Zeitung der Gegend vorgelesen. Am auffälligsten, um das Gleiche hier vorwegzunehmen, und mehr als ominös, ist allerdings sein Eingeständnis, in der NS-Zeit versagt zu haben. Nicht, weil es falsch wäre, sondern weil es allzu viel hinter schweren Vorhängen abdeckt. Was in späterer Zeit unter anderem Klaus Ammann, Wilhelm Burger, Karl Müller, Alessandro Ostazza und Thomas Strobel über Tumlers Verstrickungen im Machtgefüge des Nationalsozialismus, und zwar auch lange vor 1938, und dann auch noch nach 1941, also nach seiner freiwilligen Meldung zum Kriegsdienst, aufgedeckt und aufgearbeitet haben, wird in der Selbstanzeige der Aufschreibung, und so darf man sie nennen, und so ist das Geständnis zweifelsfrei auch zu lesen, nur bruchstückhaft, um es vornehm zu sagen, sehr bruchstückhaft abgespeichert. Wir werden darauf zurückkommen. Die Strategie, mit zwei Erzählern zu fahren, bringt es immerhin mit sich, dass jeder Versuch einer Fortführung einer geradlinigen, einspurigen Geschichte sofort unterbunden wird. Auch festgefrorene Bilder, wie das Bild des Landesverräters, das berühmt-berüchtigte Foto von der Zurschaustellung des erhängten Battisti, das schon Karl Kraus aufs Korn genommen hat.
Solche Bilder werden nun von verschiedenen Seiten betrachtet und damit einer Neubewertung unterzogen. Nicht länger geradlinig, sondern kreisförmig wird also durch diese Erzähltechnik jedes Thema früher oder später mit anderen vermischt, bis am Ende sich ein Mosaik abzeichnet, das immer noch seinen Fragmentcharakter nicht leugnet und folglich jede in Sätzen festgehaltene Welt ins Kreuzfeuer nimmt oder ins Kreuzfeuer nehmen könnte. Zumal auch der Alltag nicht zu übersehen ist. Battisti beobachtet nicht nur das Liebespaar, jetzt bringe ich doch ein besseres Bild von Battisti, er beobachtet nicht nur das Liebespaar, die beiden Hauptfiguren, die immer wieder in den kühlen Hof des Kastells kommen. Er verfolgt auch, was sonst sich so zuträgt in seinem Gesichtsfeld, zum Beispiel die Spieler in der Hotelbar, die sich eisern in einen Zigarettenfischapparat verbeißen, sonst doch alle scharfe, nüchterne Rechthaber, sagt er, und Rechner bei ihrem Verkaufen und Handeln, ihr Hauptgeschäft Obst und Wein, versteht sich, wollen sie, sobald es ums Spiel geht, etwas hinhauen und nicht rechnen. Das ist Leben, fügt er voll zustimmend hinzu. Aus Alltagsepisoden, die ständig wiederkehren, aus genauen Beobachtungen ergeben sich immer neue Ausgangspunkte für Höhenflüge des Gedächtnisses, die einer Nachprüfung unterzogen werden können oder auch zuweilen ein Nachsehen in der doppelten Bedeutung des Wortes erheischen. Leben großgeschrieben. Die literarische Werkstatt Battistis ist ebenso wie die des Ich-Erzählers ganz ähnlich eingerichtet wie das Atelier des Autors. Und doch, oder eben gerade deshalb, provozieren verschiedene Standpunkte wenigstens Vorsicht, Bedenken, wenn schon nicht Misstrauen. Mit den patriotischen Ammenmärchen, die er sich jedes Mal anhören muss, sobald sich Schüler rund um sein Denkmal versammeln, kann auch Battisti nicht viel anfangen. Satzreihen, die eine Verfestigung der Sinneswahrnehmungen oder der Verstandestätigkeit verraten, ganz zu schweigen von der Verfestigung ideologischer Positionen, begegnet er schon von Anfang an mit jener Skepsis, die sich der Ich-Erzähler, wie wir gesehen haben, erst allmählich aneignet oder modelliert. Was Battisti über den Vater des Ich-Erzählers zu berichten weiß, ist völlig frei erfunden, wie die gründlichen Recherchen von Hart Stockhammer ergeben haben. Und deshalb, sage ich, besonders interessant. Er hätte den Vater gut erkannt, gut gekannt, erzählte er. Und weiter, sie haben sich auf demselben Forschungsgebiet, nämlich in der Sprachforschung, bewegt, Italienisch und Deutsch miteinander gesprochen und schon frühzeitig darüber verständigt, dass es in Trient wie in Bozen die gleichen mühsamen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit gegeben habe. Kirchliche Luft, geistlicher Einfluss. Beide seien sie ausgebrochen aus dieser Enge, um Unabhängigkeit zu erreichen, auf der Basis humanistischer Bildung, nüchtern, klar, lateinisch. Es ist denn auch in erster Linie das Studium der rätoromanischen Sprachen, darunter vor allem die dialektale Gliederung des Dolomiten-Ladinischen, was die beiden Forscher fasziniert. Darüber hinaus stehen sie aber auch zusammen, sobald es um politische Aktivitäten geht. Am Wohnort des Vaters darf Battisti Kisten mit diversen Materialien in Sicherheit bringen, die besser nicht den österreichischen Behörden in die Hände fallen sollten. Mag sein, dass er sich, wie Battisti einmal zu bedenken gibt, von der gewohnten Untertanen-Idee nie ganz gelöst hat. Es ist doch unübersehbar, dass auch der Vater, so wie sein italienischer Freund, sich redlich bemüht hat, nicht länger Vorschreibungen zu akzeptieren, die festhalten, was ein Beamter, ein Lehrer, ein Forscher zu sagen oder nicht zu sagen hätte. Punkt 3, der Vater, eine Projektion. Eine unter den denkbar schwierigsten historischen Voraussetzungen gelungene Aussöhnung zwischen Repräsentanten der beiden großen Sprachgruppen der Region, die ab 1972 unter der amtlichen Bezeichnung Trentino, Alto Adige, Südtirol endlich jene Autonomie erhalten sollte, die in den 1960er Jahren vielen noch eine Utopie gewesen ist, man muss sich daran erinnern, steht also in Tumblers Aufschreibung unmissverständlich als politische Botschaft gleichsam oben auf. Und dabei überhaupt nicht plakativ, würde ich sagen.
Doch sobald sich die Blickwinkel Battistis und des Ich-Erzählers wieder übereinander schieben, gerät eine neue, mindestens ebenso wichtige Dimension der Vaterfigur ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Passagenweise übernimmt der Roman unverkennbar Ingredienzien einer psychotherapeutischen Analyse. Denn da gibt es vieles, was den Ich-Erzähler mit dem Vater verbindet. Die Lieblingsidee von einem vorrömischen Zusammenhang aller mitteleuropäischen Völker, gleich welcher Sprache sie sind. Zum Beispiel eine Idee, die der Vater im Dom von Oviedo bestätigt sieht vor dem jüngsten Gericht, dessen Darstellung Luca Signorelli nach dem Vorbild antiker Bildwerke ausrichtet mit Gestaltungsmitteln, die bekanntlich wenig später auch Michelangelo in seinen Kompositionen in der Sixtinischen Kapelle wieder aufgegriffen hat. Diese Idee teilt auch der Ich-Erzähler und sie teilt auch der Autor. Die Anschauung nämlich, wie Hubert Murmelter in seiner Besprechung des Romans sie formuliert hat, einer heimlichen Gemeinschaft, gegründet auf dem Vermächtnis unseres rätoromanischen Ursprungs. Diese tiefe, wurzelnahe, unzerstörbare Selbstsicherheit und Ruhe im Grunde unserer Dinge. Soweit das Zitat von Murmelter. Er habe, so der Vater zu Battisti, in Rovereto Latein und Griechisch unterrichtet, in italienischer Sprache und auch über italienische Literatur Lehrveranstaltungen abgehalten. Aber er hat sich verbissen, um nicht zu sagen verrannt, in seiner Arbeitswut und in seinen Ideen. Und Battisti charakterisiert seine Erscheinung inzwischen nüchtern, längst ernüchtert. Zitat, das Gegenteil eines Mustergelehrten und Gegenteil eines Staatsdieners oder Heimatmenschen, sondern eine Art Wildheit und zugleich Stille und vielleicht auch etwas Fürchterliches in dieser stillen Wildheit, alles zu überflügeln. Zitat Ende. Gelitten habe unter dem allen zuvörderst seine junge Frau, weiß Battisti. Er habe viele Sprachen beherrscht, aber keine Sprache, in der er zu ihr und mit ihr hätte reden können. Er habe sie geradezu eingesperrt, ganz vertieft, einzig und allein in seine Buchstaben. Mehr als einmal fällt ihm derweil auf, wenn er so über seinen früh verstorbenen Freund, über den Vater redet, dass er nahezu dasselbe über dessen Sohn, den Ich-Erzähler, sagen könnte. Geht doch auch der ständig im Kreis, in einem immer enger werdenden Kreis. Ein Schlafwandler im Gefängnis seiner Gaukelbilder. Es gibt in diesem Roman eine Szene, die nachzuzeichnen versucht, wie dieser Schlafwandler, der Ich-Erzähler, allmählich zu sich kommt. Er überschlägt, bezeichnenderweise, während seine Begleiterin neben ihm schläft, was ihm der letzte Tag so gebracht hat und was überhaupt alles seit dem Unfall zusammengekommen ist. Alltag zunächst nur in der Stadt, im Hof des Kastells, im Dom, im Warenhaus, im Wirtsgarten, mit den Boccia-Spielern, Fotos, Telefonate, Gespräche. Und, sagt er, es schien nicht mehr weiterzugehen. Er sieht und sieht es doch noch nicht, dass er in seiner kruden Ich-Versessenheit die Beziehung, die ihm angeblich so viel alles bedeutet, gefährdet. Jetzt sage ich mir, dass ich hoffe, ich lerne es, und sie hält aus dabei, lässt mich durchkommen und geht mit und versteht, dass ich alles wiederholen muss hier, den Prozess gegen die Carabinieri, von dem ich ihr erzählt habe, und den Prozess, der erst vorbereitet wird, gegen meinen Vetter und alles, was dazugehört, und den Prozess gegen Cesare Battisti, den ich mit mir führen muss, und einen Prozess noch mit mir und meinem Vater, von dem ich so wenig weiß und jetzt etwas kennenlerne hier in Trient. Ich. Kein zentrales Wort taucht öfter auf im Gedankenstrom des Erzählers, der so gern schier endlos aufzählt und aufzählt und anscheinend alle und alles gleich wichtig nimmt und doch über vieles sich ausschweigt, weil es ihm zu nahe geht. Wäre da nicht die Frau, die ihn immer wieder ermuntert, sich zu erinnern, eine Geschichte zu überdenken, sein Verhältnis zum Vater zu klären und sich selber zu beobachten? Hätte er nicht diese Mediatorin, so hat Barbara Silla sie einmal genannt, mit im Boot, dann wäre sein Untergang wohl kaum aufzuhalten. Aber je tiefer er sich von da an mit dem Leben und Sterben des Vaters beschäftigt
und mit der Entfremdung, die sich eingeschlichen hat in die Beziehung seiner Eltern, desto mehr schärft sich sein Blick auch auf die eigenen Unzulänglichkeiten, auf seine eigenen Versäumnisse und die Sackgassen, in die er geraten ist. Vor allem aber auf die Zuneigung zu der Frau, die ihn begleitet. Später einmal wird er diese Bilanz ziehen. Ich sage der Frau, wie viel ich doch von meinem Vater weiß und es mit weiß aus diesen Reden bei den Verwandten im Dorf und es die ganzen Jahre herauf gewusst habe und doch wie nicht gewusst. Und frage sie, was für Unterschied das ist. Ich erzähle ihr etwas, das ich nicht vergessen habe, sodass ich jetzt nichts Neues weiß. Aber wenn ich zu ihr spreche, ist es wie neu. Es muss an ihr liegen. Zitat Ende. Es liegt an ihr. Mit ihrer Hilfe befreit er sich halbwegs aus den Fesseln seiner Imaginationen, vor allem aus seinem Hirngespinst, seine Mutter sei schuld gewesen am Tod des Vaters. Und schließlich kann er sich endlich auch von einer Vorstellung verabschieden, die ihn sehr früh schon regelrecht gefangen genommen hat, dass es gut sei, dass der Vater tot ist. Aber nur in seinem Selbstverständnis überwindet der Ich-Erzähler durch das Gespräch alle diese unbequemen, schweißtreibenden Vorstellungen. Mittendrin ist jedenfalls der Eindruck, nie ganz zu verscheuchen, dass der Protagonist, so hat Alessandro Castazzer das einmal formuliert, dass der Protagonist die Überwindung der Erzählung durch den Dialog nur zu dem Zweck inszeniert, um mit seiner eigenen Geschichte fertig zu werden. Punkt 4, die Sprache lateinisch. Trotzdem, es ist gut möglich, dass dieser Eindruck täuscht. Denn dem steht massiv entgegen, dass die Sprache des Ich-Erzählers, seine Art zu reden, sich mehr und mehr deutlich absetzt von der Sprache seines Vaters. Für diesen war, nach dem Zeugnis Battistis, ein Satz eine Maschine mit Gliedern, die funktionierten, angepasst waren in Beweglichkeit und Form und ohne überflüssige Stücke rationell arbeiteten. Lateinisch. Zitat Ende. Von Beweglichkeit kann indessen kaum die Rede sein, wenn auf den Prüfstand kommt, wie der Ich-Erzähler redet. Aufzählungen, Aneinanderreihungen spiegeln sich in einer Syntax, der man nicht selten eine eher fragwürdige Grammatikalität bescheinigen möchte. Ellipsen und Anakolute verraten oft genug, dass da einer x-mal ins Stocken kommt, oftmals nicht recht weiter weiß und sogar gleich am liebsten hopp einen Rückzug machen würde. Es gibt eine Szene, der zunächst eindeutig Battisti redet, aber sehr bald klar wird, dass seine Stimme und die des Ich-Erzählers ohne zu kollidieren zusammenlaufen. Ich zitiere mit Blick auf die Uhr nur einen kurzen Ausschnitt daraus. Aber sie, ihr Haar, bewaffnetes Gras und Unterbrechung und liegt wehrlos. Aber dickes Haar mit Nestern für Gedanken und einem Abschlag von Wehmut. Und kein Ende, wie sie zu reden angefangen haben hier, gegen die festen Sätze und mit Auflösung ihrer Geschichte und Aufhören von Erzählung. Die Stadt klein, heiß, die Geräusche hinter den Mauern und wegbringen, Liebe und es aushalten, Liebe und Sprache, Verständigung und etwas, das mir mitsaust dabei und das ich mir zurechtstelle von meinem Namen, weil ich ihn aussprechen will. Augenblickseinfälle stürzen über und durcheinander, während Konjunktionen, die kausale Verbindungen vermitteln könnten, fehlen. Dabei ist gleichzeitig doch auch ein starkes Bestreben festzustellen, nichts Wesentliches zu vergessen, zu verdrängen, zu unterschlagen. Ein Stocken immer wieder und dann gleichzeitig ein gehetztes Sinnen und Trachten, als müsste der da redet mit aller Kraft verschleiern, dass ihm der Alkohol doch heftig zugesetzt hat, dass er nicht mehr imstande ist, einen geraden Satz herauszubringen. Umgekehrt tritt in dieser Schwader eine Redlichkeit zum Vorschein, die durchaus geeignet ist, die eben angestellten Vermutungen und Verdächtigungen unter einem radikal umzustürzen. In der Empörung und Revolte gegen die festen Sätze, gegen die Perpetuum mobile Maschine, gegen die festgemachte Welt, an der der Vater festgehalten hat, ist nämlich wohl nicht zuletzt eine unerlässliche Voraussetzung gegeben für einen Neuanfang zu leben. Zu leben, mit dieser Wendung schließt gewiss nicht unbeabsichtigt auch der Roman.
ein symbolträchtiges Bild, das schon Wilhelm Burger aufgefallen ist, ein Gegenbild zum Weißen Stein, nimmt diesen Schluss vorweg. Das Bild einer Efeu-Wand, das den Ich-Erzähler zu der Vision verführt, einmal in absehbarer Zeit wäre sie über den Stäben aus weißem Marmor zu wachsen. Eines Tages also könnte vom Stein nichts mehr zu sehen sein. Punkt 5, Nachprüfung lückenhaft. Es gibt in diesem Roman drei große Themen oder Konfliktfelder. Die Sprache der Politik, die Sprache der Liebe und die Sprache der Literatur. Zusammengefasst Sprachlosigkeit einerseits, Heimat und Sprachfindung andererseits. Mit Hummlers Bekenntnis zum politisch engagierten Schreiben, das in den 1960er Jahren gleich mehrfach und nicht erst im Zuge der Studentenbewegung in verschiedenen Texten und Reflexionen angesprochen wird, und mit dem Niederschlag dieses Bekenntnisses in der Aufschreibung hat sich zuletzt und durchaus kritisch Sigrid Klettenhammer beschäftigt in ihrem sehr schönen Nachwort zur jüngsten Ausgabe des Romans, der bei Heimann erschienen ist. Und zwar ausgehend von einem Satz, den sie im Nachlass des Autors im Deutschen Literaturarchiv entdeckt hat, der sich in dem Radio-Essay Selbstkritik und Südtiroler Sehnsüchte aus dem Jahr 1967 findet. Der Schriftsteller hat auf das Wort zu achten und es gibt Situationen, in denen er sich zu melden hat, sofort und direkt. Zitat Ende. Diese Meldungen, das heißt Tumlers einschlägige Meldungen von seinen ersten Publikationen an, einer Nachprüfung zu unterziehen, sie aus dem in der Nachkriegszeit peu à peu neu gewonnenen Standpunkt neu zu bewerten, ist ganz offensichtlich auch eines seiner Hauptanliegen in diesem Roman, der 1965 erscheint. Die dort angestellte Selbsterforschung bedarf indes, und Klettenhammer lässt darüber keine Zweifel aufkommen, einer weiteren, einer weit gründlicheren Aufarbeitung. Tumlers Methode der Aufarbeitung deckt sich nämlich vollkommen mit der Recherchemethode seines Ich-Erzählers. Sobald sich dieser daran macht, die in Trier begonnene Spurensuche zu Papier zu bringen und dabei eben nicht nur an einen kleinen Zeitschriftenartikel zu denken, vielmehr einen die Komplexität des Gegenstandes einfassenden Roman sich vorzunehmen, nach dem Unfall ist mittlerweile ja auch ein Jahr vergangen, greift er schon auf diverse Notizen zurück, die er sich zwischenzeitlich angelegt hat und auch auf Zeitungsausschnitte, die ebenfalls bereits in einem Ordner aufgehoben sind. Von diesem Ordner ist mehrfach die Rede. Diesen Ordner hat Tumler sehr hoch gehalten. Ich habe diesen Ordner 5 Jahre nach seinem Tod auch selbst einmal in der Hand gehabt. Er ist prall gefüllt mit Manuskripten, mit Zeitungsausschnitten, vor allem zum Thema Südtirol. Es gibt ferner Fotos, über deren enorme Bedeutung der Ich-Erzähler und seine Begleiterin sich wiederholt unterhalten haben. Und es gibt noch vom Vater her eine Mappe mit verschiedenen Schriftsachen, Zeugnissen und Dokumenten. Nur eine systematische Auswertung seines Archivs unterbleibt dann ganz offensichtlich, weil sie seiner Erzähltechnik widersprechen würde, einer Strategie, die immer wieder einzelne Motive herausnimmt, aus seinem Sammelsurium ablegt, wegwirft, aufgreift, zusammenführt, ohne auf eine nachvollziehbare Stringenz zu achten. Dass die Konjunktion und, die der Erzähler schätzt wie keine andere, ganz verschiedenartige Dinge zusammenwürfeln, das passt dazu. Diese Technik, diese Grammatik, Tumlers Verfahren hat Methode. Petra Maria Dallinger, auch mit dieser Form von Archivarbeit gewiss vertraut, betrachtet sie, versteht sich mit Argusaugen. Ich zitiere, die unterschiedslose Aneinanderreihung von wahrgenommenem, erinnertem, assoziiertem, gedachtem, verweigert sich konsequent einer Beurteilung, Bewertung, Gewichtung oder Interpretation. Unterschiede und Widersprüche werden eingeebnet, die Grundfolgebeziehungen damit hintertrieben, soweit Dallinger. Das Verfahren ließe sich auch in den Gesprächen finden, die Tumler über seine Arbeiten damals geführt hat. Im Werkstattgespräch mit Peter Demetz beispielsweise, in dem er recht bezeichnend wiederholt die Bedeutung des Romans Unter dem Vulkan von Malcolm Lowry für sein Werk herausstreicht, oder im Gespräch mit Josef Zoderer, wo er festhält, dass die Heimat des Vaters Südtirol ihn lange, Zitat, nicht mehr beschäftigt hätte. Um im nächsten Augenblick hinzuzufügen, die Abwesenheit, ich zitiere, der väterlichen Heimat
sei ihm stets ein Antrieb gewesen, ja, zum Schreiben auch. Im Folgenden allerdings werden wir wieder auf die Erinnerungsarbeit in der Aufschreibung zurückkommen. Der Ich-Erzähler verstrickt sich dort nicht selten, ganz ähnlich wie sein Autor in Widersprüche, wenn er über die Heimat des Vaters nachdenkt oder auch redet. Kurz vor dem Unfall vor Salon überlegte er, sie sind im Auto und seiner Begleiterin ein paar Daten zur Geschichte Südtirols mitzuteilen. Aber die ist wieder einmal eingeschlafen. Er muss mit sich selber reden und kommt also rasch zum Schluss, ich zitiere, es geht mich nichts an. Genaue Trennung zwischen zwei Völkern, eine Verengung des Tals, kein Haus alter Siedlung auf dieser Strecke und ich kenne sie noch, wo sie leer war. 6 Kilometer Abstand zwischen dem letzten deutschen Dorf und dem ersten italienischen Dorf. Und nur Sumpf dazwischen. Zitat Ende. Gleichgültig sei es, dass es ihm wichtig ist, sei es, dass ihn alles nichts angeht. Er hat sich daran gewöhnt, die Säulen seines Gedächtnisses als die einzig stabilen darzustellen. Nicht anders als sein Vater, der seinerzeit auf alles seine Zettel geklebt hat. Eigentum von. Erst im Dialog mit der Frau in einem langsam einsetzenden Prozess bröckelt dieses Indienstnehmen der Dinge und der Geschichten. Sie ist der erste Mensch, mit dem ich reden kann, wird er eines Tages entdecken und selbstkritisch ergänzen, er hätte sich wohl sonst zeitlebens hinter seinen Reden verschanzt. Von eben dieser Strategie, aber nicht mehr des Erzählers, sondern des Autors, von dessen Manövern sich zu verschanzen, sollte hier kurz die Rede sein. Wer die Aufschreibung genau liest und auch frühere Arbeiten Thunders kennt, dem kann nicht entgehen, dass dieser Roman immer wieder eine Anspielung enthält auf das eine oder andere seiner älteren Bücher. Das betrifft vor allem jene, die in latinischen Enklaven angesiedelt sind, also das Tal von Lausanne und Durand, die Erzählung, die ihm den literarischen Durchbruch gebracht hat, und den ersten Roman, Der Ausführende, 1937, der auf dem Vodumer Berg spielt, also hart an der ehemaligen Grenze zwischen Österreich und Italien. Ein Buch, in dem sehr anschaulich ein sozialer Mikrokosmos sichtbar wird, der ausdrücklich herausstellt, was in der konventionellen Heimatliteratur gerne verbrämt oder als harmlos eingestuft oder ausgeblendet wird, nämlich Gewalt und Schuld. Es sind vor allen Dingen Zurüstungen für einen Krieg, die in diesem Roman kritisch verhandelt werden, und Hans-Dieter Zimmermann hat ihn mit Recht schon in den 1980er Jahren als eine hellsichtige Parabel vorgestellt für all das, was im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs sich noch ereignen sollte. Es ist demnach jetzt wenig verwunderlich, dass Thunder zu diesen seinen ersten größeren literarischen Arbeiten, die er wohlgemerkt schon vor seinem 25. Geburtstag abgeschlossen hat, in den frühen 1960er Jahren nach wie vor steht, übrigens anders als in den späten 1930er Jahren nach dem Anschluss, nach seinem Kniefall vor der nationalsozialistischen Kulturpolitik und erst recht nach dem 1. September 1939. Damals war auch aus der Sicht des Autors für einen Roman wie Der Ausführende die Zeit nicht eben günstig, war doch Thumbler in dieser brisanten Phase in erster Linie darum bemüht, seinen Platz in der vordersten Reihe der ostmärkischen Literaturszene auf keinen Fall zu gefährden. In der Aufschreibung dagegen kann Thumbler Signale setzen, die als Annoncen verstanden werden dürfen, als Einladungen, seine erste große Erzählung und seinen ersten Roman mit neuen Augen zu lesen und von dort aus gleich einen Bogen zu schlagen zu dem jüngsten Buch, das kurz vor der Aufschreibung aus Trier für einiges Aufsehen gesorgt hat, Volterra, 1962. Eine Erzählung, die nicht nur zum Blick in die Tiefe einer geologischen Formation verführt, Stichwort Le Balze, sondern umgehend auch weiterleitet zu groben Verwerfungen, die der zentrale Protagonist selbst verschuldet und lange sich verdeckt hat. Zitat, durch Verfinsterung in der Seele. Auch in dieser Erzählung dauert es eine ganze Weile, bis der Ich-Erzähler mit seiner Sprache offen herausrückt. Er kämpft mit Erinnerung, er bemüht sich geduldig, wichtige Einzelheiten ins Gedächtnis zurückzurufen. Er deckt schließlich auf, was er auf seiner Italienreise versäumt und die längste Zeit richtig gehend verdrängt hat. Nachprüfung, Aufschreibung. Das sind seit längerem also die Schlüsselworte in Thumbler's Poetik. Ich muss jetzt kürzen, aber ein Zitat
möchte ich Ihnen doch nicht vorenthalten, dass sich dann in der Aufschreibung wiederfindet. Sie sprechen Italienisch, aber es klingt wie Spanisch. Und hier der Anklang, es ist dieser Dialekt hier, gehört zu den westromanischen Sprachen, Spanisch, Altfranzösisch, Portugiesisch, Ladinisch. Aber eine zurückgebliebene Sprache in den Tälern, Rückzug und allmähliche Verstummung vor den Leuten, die ihre Geschichte machen und reden und sie aufschreiben und in Sprachen sprechen, in denen man sich verständigen kann. Mit ihr lerne ich reden. Rede sonst wie Fremdsprache, die mir nicht gebührt. Das habe ich mein Leben lang gemacht, mich an die Sprache angepasst, in der die anderen reden. Bin fix, habe es gelernt, mich anzupassen. An Deutsch, an Mann und Schüler, an Ideale, Bekenntnisse, Pflichten, Redensarten, die ich unverändert übernahm. Bloß, weil ich mich fürchtete, als stumm zu gelten und nicht als Stummer außen gelassen werden wollte. Noch ein Zitat, ich könnte es ihr erzählen, von diesem Hin und Her und warum sich die Leute bei uns an Deutschland anschließen wollten, die sich kaum, dass sie dabei waren, fremd fühlten, aber denke, dass es falsch wäre, es zu sagen und ahne, dass wir alles gegen uns selber aufzählen müssen, gegen unser Nichtwohlsein und nicht vorlieb nehmen wollen mit unserem Staat, der vor jedes Fenster ein Tuch hängt, mit Schein des Lichts außen, aber ohne Durchlässigkeit für Atem, so dass du etwas sehen willst von Streifen, Horizont, Freiheit. Und in der Perspektive ist es Deutschland, zu dem alle gehören wollen, bei uns. Bei uns. In dieser Wendung ist der Autor eingeschlossen, der in seiner Schrift über den Jahrgang 1912, ebenfalls in den 60er Jahren, mit ganz ähnlichen Worten und Ausflüchten seine deutschvölkische Vergangenheit als Protest gegen eine Art Erstickung, nämlich in Österreich, deutet und sogar als Jahrgangsbedürfnis nach einer Öffnung im Geistigen charakterisiert, was ihm später, wen wundert's, vielfach angekreidet, von vielen nie verziehen worden ist. Zumler spricht zwar wohl explizit von seiner Blindheit und von seinem Versagen unter dem Hakenkreuz, aber viele weitere Konkretisierung, die sich zu einer Selbstbezichtigung hätte auswachsen können, hat er, aus welchen Gründen auch immer, verzichtet. Bei uns. Wer vom NS-Regime oder dessen Mitläufern aus rassischen, religiösen, politischen und oder auch ganz trivial ökonomischen Motiven diskreditiert, verfolgt, eingesperrt, zur Flucht gezwungen bzw. Konzentrations- und Vernichtungslager verschickt worden ist, gehört nach wie vor offensichtlich nicht zur Kohorte bei uns. Es ist gewiss kein Zufall, dass völlig offen bleibt, ob damit eine Familienkonstellation oder doch ganz Südtirol oder sogar ganz Österreich ins Auge gefasst wird. Umgekehrt jedoch überdeutlich, dass sich der Eindruck festsetzt, dem Einzelnen wäre kaum anderes übrig geblieben, als eben auch mitzulaufen. Dieser Eindruck aber bedarf der Korrektur. Zumler hat den sogenannten Anschluss, den Anschluss Österreichs an das Dritte Reich, er hat den 13. März 1938 als einen Feiertag betrachtet und ausdrücklich so gewürdigt, unter anderem in seiner Erzählung der Soldatenheit 1939 und in seiner Schrift Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches, das 1940 im Zentralverlag der NSDAP in Berlin erschienen ist. Ich könnte jetzt über diese Bücher eine längere Reihe reden, aber das muss ich unterschlagen, um doch ganz kurz noch zum sechsten Punkt zurückzukommen, wie ein abgefeuertes Gewehr ganz ausgeleert. Als Zumler Direktor der Literaturabteilung der Berliner Akademie der Künste wurde, Direktor war er 1967-68, danach stellvertretender Direktor von 68 bis 70, war er längst eine bekannte Figur im Westberliner Literaturleben. Und es war offenbar auch kein Geheimnis, dass er gemeinsam mit Gertrud Fussenecker, mit der er lange befreundet gewesen war, nach 1938 seine größten Erfolge gefeiert, 1941 aber sich zur Wehrmacht gemeldet hatte. Er war noch immer ein Einzelgänger. Zimmermann, damals sein Sekretär in der Akademie, berichtet, Zumler habe zwar an vielen Veranstaltungen und Debatten teilgenommen, aber sich immer stark zurück oder vielmehr ganz herausgehalten.
Cesare Pavese hat in seinem Tagebuch Das Handwerk des Lebens 1946 unter der Überschrift Versuchung des Schriftstellers Folgendes notiert. Etwas geschrieben haben, was dich zurücklässt wie ein abgefeuertes Gewehr. Noch erschüttert und ausgebrannt, ganz ausgeleert. Etwas, worin du nicht nur alles entladen hast, was du von dir selber weißt, sondern auch, was du ahnst und vermutest und die Zuckungen, die Phantasmen, das Unbewusste es getan haben unter langer Mühe und Anspannung, mit tagelanger Vorsicht und jenen Entdeckungen und Irrtümern und indem das ganze Leben sich auf diesen einen Punkt versteift, bemerken, dass all dies wie nichts ist, wenn nicht ein menschliches Zeichen, ein Wort, eine Präsenz es annimmt, es erwärmt und vor Kälte sterben, zur Wüste sprechen, Nacht und Tag allein sein wie ein Toter. Soweit Pavese. Man darf davon ausgehen, dass auch der Autor der Aufschreibung diese von Pavese aufgezeichnete Erfahrung sehr gut gekannt hat. Sein oft schrullenhaftes Verhalten, seine eigenbrötlerische Art teilzunehmen an den Senatssitzungen der Akademie, zumeist vollkommen schweigsam, oder aber regelmäßig zum Bahnhof Friedrichstraße in Ostberlin hinüberzugehen, um dort sich mit Peter Huchel zu treffen, der damals noch in seinem Haus in Wilhelmshorst lebt, völlig isoliert und den Schikanen durch das Ministerium der Staatssicherheit ausgeliefert. Nicht zuletzt aber Reflexionen in seinen späten Gedichten. Jahre, ein Gedicht aus der Sammlung Das Zerteilen der Zeit, beginnt mit den Versen Meine Jahre, was habe ich angefangen mit ihnen? Und sein Drogenkonsum. Alle diese Signale einer unheilbaren Melancholie verweisen darauf, dass auch Tummler oft und oft wahrnimmt, erschüttert und ausgebrannt, ganz ausgeleert zu sein. Keine Sicherheit mehr. Dabei spricht einiges dafür, dass er doch deutlich genug seine Einträge in den Verbund des nationalsozialistischen Schrifttums aufgelöst und, wenn gleich nicht unmittelbar so buchstäblich, durch die neue Schreibweise seit der Mitte der 50er Jahre gerade dadurch sogar ganz unmissverständlich auch gebrandmarkt hat. Schon in den Romanen Ein Schloss in Österreich und Der Schritt hinüber 1956, in der Erzählung Nachprüfung eines Abschieds 1961 ganz explizit, achtet Tummler mit der denkbar größten Sorgfalt darauf, nur mehr unsichere Erzähler zu Wort kommen zu lassen. Erzähler, die sich anstrengen, die Wahrheit herauszufinden durch gnadenlose Nachprüfung und präzise Aufschreibung. Dabei aber nie mehr daran denken wollen, ihren Standpunkt zu verabsolutieren. Ich komme zum Schluss. Die Aufschreibung aus Trient wurde kein Bestseller, trotz allem. Aber auf die erste Ausgabe, die Suhrkamp 1965 herausbrachte, folgten doch immerhin weitere Ausgaben im Fischer Taschenbuchverlag 1982, in der Serie Pieper und schließlich im Heimann Verlag 2012. Darüber hinaus Übersetzungen ins Französische und Italienische sowie eine stattliche Reihe von Rezensionen, Auszeichnungen und wissenschaftlichen Analysen.